Kilometer Stau. Radio Westfalenka. Mikro Minden, alles neu spezial. Mit Axel Niermann. Guten Abend. Ja, heute hört ihr wieder den Sound aus eurer Stadt. Und zwar von Westpol. Yannick, Fabian und Leon. Hallo. Hallo. Ja, wo ist denn eigentlich der vierte von euch heute Abend? Ja, der ist heute leider verhindert zu kommen, bedingt durch viel Schulstress und so weiter und weil wir mittlerweile alle sehr weit auseinander wohnen. Okay, aber Hauptsache ihr drei seid da, ne? Genau. Ja, und ihr macht Deutsch, Rock und Popmusik und ihr wart ja vor über einem Jahr schon mal bei mir in der Sendung. Damals wart ihr auch fleißig dran an eurem ersten Album. Hat nun doch etwas länger gedauert, aber morgen kommt es endlich raus und ihr feiert die Veröffentlichung mit einer Internet-Live-Release-Party. Über all das sprechen wir gleich noch ausführlich, aber erstmal gibt's Musik von euch, würde ich sagen. Ein Song, den ihr hier schon mal vorgestellt habt. Ein ziemlich cooler Song von euch, finde ich. Und er ist natürlich auch mit drauf auf dem Album Westpol und Leiser. Und die Lichter gehen aus. Wir gehen Hand in Hand nach Haus. Die Stadt ist uns zu laut. Schon träumten, klettern auf die höchsten Bäume, um zu sehen, was das Leben uns bringt. Bring mich weit hinaus und wir gehen zu dir nach Haus. Bring mich weit weg. Sind wir perfekt. Und ich lebe mein Leben leise auf eine stille Art und Weise. Schau nicht nach vorne und nicht zurück. Leise und Westpol gehört hier bei Mikromenden im Alles Neu Spezial und Westpol sind heute auch meine Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend da seid. Yannick, Fabian und Leon. Nochmal hallo. Nochmal hallo. Oder nicht? Hallo. 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 Ja, euer Album, das morgen erscheint, habt ihr gezeichnet vom Leben genannt. Ihr seid ja nun noch alle ziemlich jung und trotzdem schon gezeichnet vom Leben. Oder was hat der Albumtitel für eine Bedeutung? Ja, der Gedanke hinter dem Album war einfach, dass wir sehr viele verschiedene Lieder aus verschiedenen Prägungen von uns geschrieben haben, die so an sich eigentlich eine ganz gute Story ums Leben erzählen und quasi so eine Lebensgeschichte abzeichnen. Ich weiß nicht, wir sind zwar alle noch relativ jung, aber jeder hat schon prägnante Erlebnisse in seinem Leben gehabt, die einen dann ja auszeichnen sozusagen. Und diese Zeichnung vom Leben von uns haben wir jetzt auf dieser CD wiedergegeben. Okay. Und das erste Mal, als ihr hier bei mir wart, ich glaube, es war Anfang Oktober 2015, genau, hattet ihr ja eigentlich vor, euer Album schneller rauszubringen. Warum hat das denn jetzt eigentlich so lange gedauert? Der Grund dafür ist eigentlich, dass wir zu dem Zeitpunkt noch gesagt hatten, wir wollten ursprünglich eine EP aufnehmen und hatten dann schon gesagt, alles klar, wir machen wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr drauf und hatten dann so 6 Lieder ungefähr geplant und hatten überlegt, ja okay, dann machen wir einfach eine etwas größere EP. Letztendlich ist das Ganze dann aber darauf hinausgelaufen, dass auch unser Aufnahmeleiter dann gesagt hat, komm, jetzt ziehen wir das Ganze völlig durch und machen ein ganzes Album draus und jetzt sind es letztendlich 11 Titel geworden, die auf der CD gelandet sind und dementsprechend hat sich das etwas in die Länge gezogen, aber gut Ding will Weile haben. Das lange währt, wird endlich gut, ne? Oder? Genau, richtig. Und wenn ihr alle 4 jetzt so weit verstreut in ganz Norddeutschland unterwegs seid, ist das ja auch gar nicht so einfach, euch mal alle 4 zu treffen, Songs zu schreiben, zu proben, ins Studio zu gehen und aufzunehmen. Wie habt ihr das Problem denn eigentlich gelöst? Wir waren eigentlich immer zum Songschreiben im Proberaum und
haben sozusagen irgendwelche Songs, irgendwelche Ideen noch weiter ausgeführt. Und dann letztendlich im Studio waren wir dann meistens einzeln. Jeder war mal an einem Tag da, wenn er Zeit hatte, was noch gefehlt hat, und seine Ideen da sozusagen noch mit reinzubringen. Und das war eigentlich so. Also mal waren wir alle da, mal zu zweit, mal zu dritt und mal eben auch alleine. Okay. Und habt ihr dann für das Album noch extra jetzt Songs geschrieben oder sind das sozusagen gesammelte Werke aus eurer Zeit als Band? Ja, also die meisten Songs haben wir mit der Zeit geschrieben. Es sind Songs dabei, die wir schon sehr früh angefangen haben zu schreiben, die jetzt aber sich mit der Zeit immer weiterentwickelt haben und die jetzt quasi im Stadium sind, wo wir sagen, okay, die sind jetzt reif fürs Album. Reif für die Öffentlichkeit. Genau. Aber ein paar Songs sind halt auch dabei, die wir extra für das Album jetzt noch neu geschrieben haben. Mhm. Und dann gibt's jetzt wieder Musik von euch, würde ich sagen, vom Album. Glücklich heißt der Song und das ist zum Beispiel ein alter Song von euch, den ihr für die Platte neu bearbeitet und neu aufgenommen habt, richtig? Ganz genau. Richtig. Warum? War die erste Version nicht ganz so zur Zufriedenheit oder wie? Die erste Version war uns zu langweilig. Und zu langweilig? Genau, und dann mussten wir dem Ganzen neuen Pep geben. Okay, wir sind gespannt. Da sind hier Westpol und Glücklich. Alles neu spezial mit Axel Niermann. Ihr hört Mikrominden, das alles neu spezial mit Axel Niermann und mit Westpol. Yeah. Mehr Infos zur Sendung, Fotos aus dem Studio und die Playlist findet ihr auf der Mikrominden Facebook-Seite. Ja, euer Album Gezeichnet vom Leben kommt morgen raus und zwar als CD und natürlich auch als Download in allen großen Download-Shops. Ja, ich finde es ja cool, dass ihr das auch noch in physischer Form anbietet, denn ich bin ja schon ein paar Tage älter als ihr, aber ich lade mir zwar auch gerne mal einzelne Songs runter, aber ein Album habe ich doch immer noch lieber als CD in der Hand mit Bildern, Texten und zum ins Regal stellen. Wie handhabt ihr das denn jetzt privat? Streamen, downloaden oder doch was Handfestes? Also ich persönlich kaufe mir lieber das Album, um mir beim Anhören sozusagen nochmal das Booklet durchzulesen, ja, genau, und einfach auch mal was in der Hand zu haben, sozusagen, was man dann in einer besseren Qualität auch im Auto hören kann oder zu Hause auf der Stereoanlage oder
eben auf dem Ohr sozusagen, auf dem Handy. Ja. Und ihr? Ja, bei Streamingdiensten, ich benutze auch bekannte Streamingdienste. Nein. Erwischt. Und es ist aber meistens so, dass ich mir dann von einzelnen Künstlern einzelne Songs in eine Playlist zusammenstelle und die dann so je nach Gefühl höre. Wenn ich von einem Künstler ein ganzes Album haben möchte, dann kaufe ich es mir auch so. Und das sieht im Regal auch besser aus, als wenn da nur so ein Laptop steht, wo richtig die Playlist läuft. Ja, ich denke, das ist bei mir auch ähnlich. Ich bin da auch eher der altmodisch veranlagte Typ, der dann sagt, wenn ich mir jetzt auch ein Album anschaffe von einer Band, wo ich auch wirklich das Album dann haben möchte, dann kaufe ich mir das auch in physischer Form und sowas. Ich habe eigentlich ich glaube sogar fast gar nichts irgendwie mal groß als digitale Datei gezogen, sondern wirklich eigentlich alles auch, was ich habe, irgendwie auf CD wirklich in physischer Form da. Das finde ich sehr gut. Danke. Aber war gleich klar, dass ihr das Album, euer Album auch als CD anbieten wollt, oder? Auf jeden Fall. Ja? Ganz genau, dass man das sowohl bei unseren Konzerten erwerben kann, als auch in bekannten Elektronikläden. Fachmärkten. Und auch klar ist, ohne Download und so weiter geht es heutzutage nicht. Ist ja auch manchmal ganz praktisch, gerade auch was Videos angeht, kann jeder ins Netz stellen. Man kann somit unendlich viel Musik hören und entdecken. Aber das ist mittlerweile ja, finde ich zumindest, so viel. Da verliert man ja auch leicht den Überblick. Früher ohne Internet war es zwar schwieriger, sich und seine Musik bekannt zu machen, aber heutzutage kann auch jeder Möchtegern-Musiker mit genügend Klicks zum Star werden. Wie seht ihr das denn? Es ist eine schwierige Frage. ich denke, es ist eher was Gutes, dass, sage ich mal, jedem eine Plattform geboten wird, jetzt auch vor allen Dingen mit YouTube, denke ich mal, ist ja die wichtigste Plattform für junge Künstler, sich sozusagen auszutoben, und jeder kann da einfach mal was hochladen, und wenn es genug Leuten gefällt, ist doch schön, dann gefällt es den Leuten, dann kann er auch damit Erfolg haben, von mir aus. Das macht es halt einfacher, und das einzige Problem ist, es stellt natürlich der kommerziellen Musik ein Bein, sozusagen. Ja. Also dadurch, dass man sehr viel Musik sehr günstig bzw. kostenlos erwerben kann, und auch durch die Streamingdienste, wo man ja als Künstler nicht so viel Geld mitmachen kann, da macht's das den, ich sag mal so, mittelmäßig erfolgreichen Künstlern schon echt schwierig. Die Großen, die brauchen es ja sowieso sozusagen nicht, aber die Kleinen, immer auf die Kleinen. Ja, immer auf die Kleinen. Aber es ist ja schon schwierig, halt auch aus der Masse herauszustechen, weil es gibt ja nun so viel, man kann sich da ja monatelang durchklicken, oder dann sind wir noch nicht fertig. Wie schafft man denn, sich da irgendwie herauszukatapultieren aus der Masse? Ich denke also generell, die Klicks kommen zustande durch Freunde, die sozusagen unsere Videos anschauen und diese dann vielleicht auch weiterempfehlen. Mhm. Und einfach durch sozusagen Schulkollegen, Studiumkollegen. Das ist so eigentlich so der Kreis sozusagen, den das Ganze dann zieht. Dann schließt sich der Kreis. Genau. Ja, wo wir gerade beim Thema Internet sind, morgen feiert ihr eine Live-Release-Party im Netz. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber das Video zu eurem Song Nichts hält mich auf kam genau vor einem Jahr, am 9. Januar 2016 raus. Wie ist das denn so, ein Video zu drehen? Erzählt mal, ist das spannend, ist das aufregend oder alles chillig? Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Erfahrung, insofern, als dass wir es ja so halb professionell umgesetzt haben, würde ich mal behaupten. Da wir das größtenteils auf eigene Faust gemacht haben und wirklich so ganz in dem Stil, wie man sich das vorstellen würde, wie man als Amateur eben so ein Musikvideo drehen würde. Also es gibt zum Beispiel einige Szenen, in denen viel gelaufen wird in dem Video, die wir dann eben tatsächlich so gedreht haben, dass jemand mit einer Kamera hinten in einem Bulli drin saß und man hinter dem Bulli hergelaufen ist, aber letztendlich dann doch im Video wiederum sehr gut aussieht, wenn dann der Schnitt eben noch dazu kommt. Und aber braucht man auch Kondition, ne? Immer ja, zu laufen. Ja, also zumal die Szenen werden dann oftmals auch häufiger gedreht. Und letztendlich landen dann nur 2 Sekunden davon oder so im wirklichen Video. Richtig. Und die Geschichte war eure Idee dann, oder? Genau. Vom Video. Die haben Fabio und ich uns größtenteils überlegt sozusagen, dass wir einerseits den Text sehr nah umsetzen, aber eben auch viele Bandszenen sozusagen dabei haben, weil wir das ganz wichtig fanden. Und wird es dann jetzt auch weitere Videos geben? Da sind wir uns noch ganz unentschlossen. Da sind wir offen für Neues. Mal gucken, wie die Ideen da so sind und mit wem wir da zusammenarbeiten können. Mhm. Und dann hören wir jetzt mal den Song zum Video Westpol und Nichts hält mich auf. Ne? Jawohl.
schlag die Augen auf, schon wieder bin ich wach und frage mich dann selbst, was habe ich falsch gemacht? Ich laufe los, nichts hängt mich auf, ich nehme Anlauf, bin ich steil weit auf, halt dich nicht auf keinen Fall und bin ich in wieder auf. Nichts hält mich auf. Westpol gehört hier bei Mikromenden im Alles Neu Spezial. Ich bin Axel Niermann und das sind Yannick, Fabian und Leon von Westpol. Hallo, moin. 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 Ja, und euch drei bzw. vier hält nichts mehr auf, oder? So sieht's aus. Yeah. Ja, und auch wenn es eure Fans bereits wissen, was hat denn eigentlich jetzt nochmal der Bandname Westpol zu bedeuten? Und was soll der Punkt hinter Westpol, der wichtige Punkt? Ja, ist eine Geschichte, die wir oft gefragt werden. Nie eine Antwort wissen. Ja, und eigentlich nie so richtig eine Antwort wissen. Das ist leider die Wahrheit. Also eigentlich kam das Ganze mehr durch einen Zufallsbefund, würde ich mal sagen. Also wir haben uns überlegt, als wir angefangen haben, deutsche Musik zu schreiben, dass wir eigentlich auch unseren Bandnamen gerne in einen deutschen ändern würden, da wir vorher einen englischen Bandnamen hatten. Und welchen? Inhaling. Ja, und das fanden wir dann aber doch nicht mehr zeitkonform. und haben dann gesagt, okay, jetzt muss irgendwie was Deutsches her. Und wir haben dann ganz, ganz viel gesammelt und ganz viel Begriffe in den Raum geworfen. Und irgendwann, aus irgendwelchen Gründen auch immer, waren wir bei Nordpol und dann hat irgendjemand Westpol reingeschmissen. Und das fanden wir gar nicht so schlecht. Haben dann aber nachrecherchiert und gefunden, dass es tatsächlich auch noch eine andere Band gab. Ich weiß gar nicht, gibt's die noch? Ich glaube nicht. Ah, okay. Also auf jeden Fall gab es zu dem Zeitpunkt eine andere Band, die auch eben unter diesem Namen, ja, Musik gemacht hat und um dort allen rechtlichen Konsequenzen und sowas aus dem Weg zu gehen, mussten wir uns davon irgendwie abheben und haben dann den Punkt dahinter gesetzt. Das ist eigentlich der wahre Grund. Okay. Also nicht so spektakulär wie... Nicht so spektakulär, wie man glaubt. Und wie funktioniert das jetzt bei euch mit dem Songwriting? Setzt ihr euch da alle gemeinsam hin und schreibt den Text und die Musik oder hat einer eine Idee für eine Melodie oder eine Textzeile? Oder ist erst die Melodie da und dann der Text? Oder wie läuft das? Gerade jetzt bei diesem Album war es so, dass wir viele musikalische kleine Ideen schon sehr lange in der Tasche hatten und aber eigentlich nie das Ganze ausgeführt haben, weil wir auch keine Idee für eine Melodie, für einen Text hatten. Geschweige denn überhaupt einen Text. und dann, wir haben ja viele Lieder da drauf, die schon sehr lange her sind, dass wir die geschrieben haben. Ich glaube, zwei davon hat Yannick alleine geschrieben und die wurden dann danach sozusagen ausgeführt und bearbeitet. Und ja, dann haben wir viele Songs auch, die wir sozusagen zu viert im Proberaum geschrieben haben. Oder ich mit Fabi habe auch eine Zeit lang sozusagen die Songs für das Album geschrieben. Und dann gab es auch noch ein paar Songs, die sozusagen eher zum Schluss auf dem Album sind. Die haben wir erst sozusagen noch während des Aufnahmeprozesses geschrieben, alte Riffs aus unserer Tasche gekramt und dann irgendwelche Melodien sozusagen dazu geschrieben und sind dann so eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Also tatsächlich war der Song beispielsweise Nichts hält mich auf, war auch eigentlich so ein Lied, was mehr durch Zufall entstanden ist. Es war eine Sprachnachricht. Genau, ne? Es war ursprünglich eine Sprachnachricht auf dem Handy, die ich irgendwie mal aufgenommen hatte, als mir die Grundmelodie kam. Ich habe dann auch noch überhaupt keinen Text eingesungen oder ich irgendwas, was völlig sinnfrei war, da eingesungen. Und Leon hatte sich dann irgendwann diverse Audiodateien von meinem Handy runtergezogen und dabei ist die durch Zufall mit reingerutscht und dann hat Leon das gehört und meinte dann, Mensch, das ist doch gar nicht so schlecht. Und ja, so ist das dann eigentlich letztendlich gekommen, dass wir dann daraus doch tatsächlich noch ein Lied aufgezogen haben, was ursprünglich eigentlich sonst in der letzten Schublade des Nähkästchens verrottet wäre. Das passt doch gut als Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn ich wollte eigentlich wissen, wodurch lasst ihr euch denn eigentlich bei euren Songs beeinflussen? Ich sehe schon durch Handy-Nachrichten, aber und sonst so, was treibt euch an, die Songs zu schreiben? Meistens sind es eigentlich irgendwelche coolen Akkorde oder coole Töne, die hintereinander passen und die dann sozusagen wieder neue Motivation geben, daraus was entstehen zu lassen, würde ich sagen. Was würdet ihr da sagen? Ja, das ist einfach die Spontanität. Also wie ich gesagt habe, das Album Gezeichnet vom Leben spiegelt einen Teil unseres Lebens wieder. Und wenn man einen total emotionalen Moment hat und wie man das als Musiker vielleicht so macht, ein bisschen dann sich an der Gitarre abreagiert und dann was ganz Tolles rauskommt, dann nimmt man das mit und dann guckt man zusammen, was daraus wird. Und so
klappt es, glaube ich, am besten, einfach die Emotionen gesammelt einzufangen dann für so ein Lied. Mhm. Das sind schon eher Momente aus dem Privatbereich, ne? Also jetzt, ihr lasst euch jetzt nicht von der Weltgeschichte hier beeinflussen und schreibt dann irgendwelche Songs darüber. Ach, Weltgeschehen, das kann ja jeder. Das ist quasi, das Album ist quasi so ein kleiner emotionaler Striptease von uns. Ich denke, es lässt sich nicht vermeiden, private Einflüsse da auch sozusagen wieder zu finden, oder? Ja, ich denke, das sind halt auch die wertvollsten. Genau. Also das ist das, was noch mit dem Herz kommt. Ja, genau. Dadurch entstehen die Emotionen. Genau. Ja, genau. Und seid ihr eigentlich schon alle von klein auf Musik begeistert? Wolltet ihr schon immer in eine Band und Musik machen? Also es war tatsächlich so, dass wir sehr früh bei uns in der Familie an das ganze Geschehen drangekommen sind, also zumindest was Leon und mich betrifft, da wir... Du musst dazu sagen, ihr seid Brüder, ne? Ja, genau. Leon und ich sind Brüder. Und wir haben damals das so von unseren Eltern immer mitbekommen, wenn die eben damals sehr viel gespielt haben und Musik gemacht haben. Unser Vater hat Schlagzeug gespielt oder spielt Schlagzeug. Unsere Mutter ist Organistin und Sängerin. Und dementsprechend haben wir das immer so mitbekommen und eigentlich auch so, sind dann eben damit auch so groß geworden. Und nachdem wir dann noch vor der Schule unsere musikalische Früherziehung durchlaufen haben, am Glockenspiel. Blockflöte. Nee, Blockflöte haben wir tatsächlich beide nicht gelernt. Wir haben tatsächlich mit dem Glockenspiel angefangen. War auch schön. Mindestens genauso schön. Mindestens. Und hat was, ja. Ja, besser als Blockflöte, ne? Also, und dann haben wir hinterher, durften wir uns dann doch nochmal so ein Instrument dann vernünftig aussuchen und so. Und haben uns dann beide zuerst fürs Keyboard entschieden. Sind dann aber schnell davon wieder abgekommen. Ich bin dann noch eher gescheitert als Leon, aber letztendlich bin ich dann, nachdem ich erst mit dem Schlagzeug angefangen hatte, bin ich davon dann auch einigermaßen schnell wieder weg. Ich trommel jetzt nur noch so ein bisschen hobbymäßig und bin dann aber relativ schnell bei der Gitarre gelandet und dabei dann auch geblieben. Bei dir? Ich weiß gar nicht, was die beiden so abwertend über Blockflöten reden. Also ich habe tatsächlich mit der Blockflöte angefangen. Das musstet ihr noch gar nicht, ne? Nein. Das war auch noch nicht so ernstzunehmende Versuche. Ich weiß gar nicht, wo ich konkret angefangen habe. Ich weiß nur noch, dass ich mit dem Schlagzeug angefangen habe, so in die rockmusikalische Schiene zu gehen. Und dann habe ich eine längere Zeit... Gleich nach der Blockflöte. Direkt nach der Blockflöte. Und dann habe ich längere Zeit lang Bass gespielt. Und bin ja auch quasi vom Bass in die Band gekommen, habe aber parallel schon Gitarre angefangen. Also ich hatte nie eine Früherziehung, nie einen Lehrer oder sowas, das kam alles so. Learning by doing. Ja, genau, das ging bei mir irgendwie am besten. Ja, und morgen ist es nun soweit, euer Album kommt raus. Ist man da denn jetzt auch schon nervös, wie es bei den Leuten ankommt? Hat man da sozusagen Kieselsteine im Magen vor Aufregung? Ja, sozusagen. Wir sind sehr gespannt, wie sozusagen die ganze Arbeit ankommt. Und sozusagen, ich denke mal, es ist auch extrem viel dabei, wenn man von ganz flippigen Liedern bis ganz ruhigen Liedern eigentlich die ganze Bandbreite abgedeckt hat. Für jeden was dabei. Genau. Ich denke, die Kieselsteine müssen jetzt raus. Natürlich in Form von einem Song. Westpol und Kieselsteine. Und Kieselsteine aus eurem ersten Album Gezeichnet vom Leben. Jetzt müsst ihr natürlich auch mal die Geschichte von den Kieselsteinen erzählen.
Das ist tatsächlich einer von den Songs, die im Studio nachträglich entstanden sind. Und zwar hat sich der Ursprung für diesen Song Kieselsteine speziell ergeben aus der Aufnahme vom Song Leise, mit dem wir damals schon mal hier waren. Und das kam dadurch, dass man als erstes bei einer Studioaufnahme, wie man sich das vorstellen muss, einen sogenannten Guide-Track einspielt, indem man das Lied durchspielt zusammen, wie man es im Prinzip auch auf einem Konzert spielen würde. Und nach und nach anhand dieser Orientierungsspur dann die einzelnen Instrumente eingespielt werden und am Ende übereinander gelegt werden. Und wie wir denn so drauf sind, haben wir totalen Blödsinn eingesungen bei dieser Aufnahme. Das ist dann das Problem. Ja, doch, tatsächlich. Das ist das Problem, wenn man weiß, dass es hinterher doch nicht drauf landet. Und wir haben dann, glaube ich, einen Songverirrer gehabt und sowas. Und das fanden wir aber sehr lustig und haben dann an irgendeiner Stelle gesungen, was uns quält, sind Kieselsteine oder sowas, weil irgendwie, wenn man das falsch verstanden hat und so. Und dann hatte einer der beiden Aufnahmeleiter dort das allerdings gehört, der an dem Tag nicht da war, und hat das dann auch ernst genommen und meinte dann, dass das eigentlich seine Lieblingszeile in dem ganzen Song wäre und so. Und dann mussten wir ihm erstmal klar machen, dass das eigentlich überhaupt nicht Bestandteil des Songs ist. Fanden die Idee dann aber eigentlich gar nicht so schlecht und haben gesagt, ja komm, dann machen wir jetzt ihm zuliebe doch tatsächlich nochmal einen extra Song und nennen den auch wirklich Kieselsteine, um das Ganze nochmal unterzubringen, da das nun mal ja auch metaphorisch einiges hergibt. Ja. Und letztendlich hat er sich dann auch davon so begeistern lassen, dass er diesen kompletten Song fertig gemacht hat und sich darum gekümmert hat. Auch eine nette Geschichte, ne? Also, ja. So kommt man zu einem Song. Kann passieren. Ja. Ja, und die Veröffentlichung vom Album wird jetzt morgen gefeiert, und zwar im Netz. Eine coole Idee, finde ich. Da kann jeder vom Nordpol bis zum Südpol gemütlich von zu Hause aus zugucken und mitfeiern. Erzählt mal, wie das Ganze so abläuft morgen. Ja, da wir mittlerweile so verstreut durch Deutschland wohnen, hatten wir das Ziel, alle Leute, alle Fans von überall her zu vereinen und wollen das Ganze sozusagen im Internet präsentieren, weil dann eben alle das Ganze zugucken können und sehen können. Und wo, wie, wann geht's los? Wo muss ich draufklicken? Das Ganze wird auf YouTube zu finden sein und aufgenommen wird das Ganze bei uns im Proberaum, den wir in ein schönes Ambiente versetzt haben und einen Produzenten dabei haben, der das Ganze live aufnimmt und dann mit verschiedenen Kameras. So ist der Plan und so wird es morgen zu sehen sein. Aber ohne Publikum, nur ihr? Ohne Publikum, genau. Nur ihr vier? Nur wir vier. Und wie viel Uhr geht's los? Das Ganze soll um 20 Uhr stattfinden. Cool. Und wie lange ist geplant? Ich denke mal, dass es so ungefähr eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gehen wird, weil wir 6 Songs präsentieren werden. Vorteil dadurch ist natürlich, man hat nicht nur das einmalige Erlebnis, sondern man kann sich das Konzert wieder und wieder anschauen. Das hat man ja sonst auch nicht. Also man muss ja auch die Vorteile des Internets klar ausstellen. Da verschwindet nichts aus dem Internet. Nee, ganz klar. Und im Sommer reisen wir dann alle zusammen nach Kiel und spielen da dann die ganze Platte nochmal laut durch. Laut und live. Laut und live. Und sind sonst noch irgendwelche Live-Konzerte geplant oder ist das dann in Kiel dieses Jahr das einzige Mal, wo man euch live sehen kann? Es wird bestimmt nicht das einzige Mal sein, aber es wird so das Ziel sein, wo wir unsere ganze Energie erstmal reinstecken werden. Aber es gibt Chancen, dass ihr auch mal zurück in den Mühlenkreis kommt. Selbstverständlich. Da freuen wir uns doch drauf. Also, heute gibt es eure Songs exklusiv vorab hier bei Mikro Minden. Ab morgen dann als CD und Download und live im Netz bei eurer Release Party. Also, mehr geht ja nicht, ne? Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Also, würde ich sagen, Welt im Kopf, wir sind Westpol.
Westpol bei Mikromenten, Welt im Kopf. Ja, Yannick, Fabian und Leon und Jan, grüßen wir mal an dieser Stelle, der heute nicht dabei ist. Ich danke euch sehr für den Besuch hier bei mir im Studio. War mir eine große Freude, euch mal wiederzusehen. Nach so langer Zeit. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr kommt auch mal wieder. Selbstverständlich. Wunderbar. Auf Bitten tun wir alles. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg mit eurem Album. Viel Spaß bei der Release-Party morgen, an der ihr da draußen vom Radio natürlich alle teilnehmt im Netz. Ne? Ist Pflicht morgen. Ist Pflicht. Pflichttermin. Ich schaue auf jeden Fall auch rein, feiere ein bisschen mit, aber zwischen 20 und 21 Uhr muss ich kurz hier im Studio sein. Dann gibt es hier meine Kulttracks. Heißt, morgen hören wir uns schon wieder, wenn ihr da mögt. Ich würde mich freuen. Ich bin Axel Niermann. Mehr Infos zur Sendung, Fotos aus dem Studio und die Playlist findet ihr auf der Mikromenten Facebook-Seite. Und gleich gibt's zum Schluss natürlich noch einen weiteren Song von eurem Album. Zeichnet vom Leben, der Motivationssong sozusagen, der war Schuld und Grund, aus einer EP ein ganzes Album zu machen. Warum eigentlich? Es war tatsächlich auch wieder einer der Songs, die aus einer Handysprachnachricht entstanden sind. Immer diese Handynachrichten. Ja, doch, tatsächlich. Ne? Wir leben im Wir nutzen die neuen dafür. Medien. Ja, kann man so sagen. Es gab ursprünglich auch wieder die Melodie. Ohne Text, wie immer. Und zuerst stand das ganze musikalische Grundgerüst, bevor dann wieder der Text kam. Und das hat sich diesmal dann auch wieder, wie bei so vielen Songs, tatsächlich danach gerichtet, was die Musik denn so hergibt. Und da dies eben, ja, sehr danach klingt, wie man einsam und verlassen im Eis festsitzt, auf seinem Schiff, allein, am Nordpol zum Beispiel. Nicht am Westpol. Nee. Ich weiß nicht, ob es da Eis gibt, das ist das Problem. Ja, haben wir dann letztendlich daraus dann den Text hinterher geschrieben über einen einsamen Menschen, der in seinem Boot irgendwo im Eis fest sitzt und dort, ja. Wartet. Also Leute, schickt Westpol immer fleißig Handynachrichten, vielleicht entsteht ein Song draus, ne? Ja, zum Beispiel, wir sind offen für alles. Also, gleich gibt's Westpol und Skandinavia, aber ihr Jungs habt natürlich das letzte Wort für heute an die Mikromendener. Bitteschön. Ja, wir sind Westpol und wir hoffen, dass unser Album gefallen hat. Morgen gibt's das Ganze im Internet um 20 Uhr auf YouTube zu sehen. Mit Pflichttermin und Anwesenheitskontrolle. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Das Feuer entfacht. Du sitzt hier fest auf deiner schwedischen Yacht. Du bist allein und wirfst die Angst über Bord. Niemand würde dich hören, nicht ein einziges Wort. Ihr hört Mikromenten mit Axel Niermann.
Nico Minden, alles neu spezial mit Axel Niermann.